einen schönen guten Morgen zusammen. Ich bin gerade jetzt auf dem Weg zum Christoph, zum Schnorris 58. Und heute Morgen geht es mit ihm zusammen raus in den Wald. Wir drehen ein kleines Rundchen bei ihm durch den Wald. Da gibt es ein paar Höhlen, die wollte ich mir mal anschauen. Ich lasse mich mal überraschen, wo er mich hinführt. Ja, und zu essen habe ich auch was dabei. Wir werden heute Morgen mal ein richtig cooles, deftiges Frühstück machen. Es gibt Chili con Carne. Also, bleibt dran, bis bald. Servus. Da haben wir das Schnorris. Ja, da vorne läuft er, der Christoph, der Schnorris 58. Ja, wir sind jetzt unterwegs zu den Höhlen, ne? Genau, und die gucken wir uns mal an. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Ja, das muss nicht sein. So, das ist jetzt alles am Mittwoch. Ne? Ja. Die ist noch weiter hinaus und weiter dahin, ne, ist die zugeschüttet worden, weil die noch ein gut Stück weiter an der Bergschrein gegangen ist. Ne? Okay, also die ist ja echt schon ziemlich groß. Warum das das gemacht haben, ist kein Mensch. Ne? Die hätte so da vorne Eisgitter hinten drauf machen, da wäre die Kinder auch nicht drin. Hm. Auf jeden Fall schon gut schlafen. Ja, man sieht es da unten, das sind noch. Da sieht man, dass ja, es. Oh, das geht alle weit nach unten. Ne? Warum das lasse ich jetzt super machen, das ist kein Mensch. Ne? Zeitlich neben Drohnen ist noch keiner die Himmel. Und da ist auch zugemacht worden. Cool. So, da oben haben wir noch eine Höhle, die hat der Christoph mir gerade gezeigt. Da gehen wir auch mal noch mal kurz schnell mit der Kamera rein. Ja, vorne so einen schönen Eingang. Allerdings ist die nicht so groß. Schön, wie der Farn hier wächst. Da hinten geht es noch ein gutes Stück runter. Ich habe gerade mal reingeschaut. Da geht es etwa noch 3-4 Meter so wirklich schräg in die Tiefe. Ja, die Höhle war früher scheinbar viel größer, ist dann aber zugeschüttet worden oder eingebrochen. Ja, hier noch eine alte Hauerei im Fels. Und ein wunderschöner Blick aus der Höhle heraus. So, jetzt geht's hier steil hoch. Und den Ausblick wollte ich euch auch noch mal zeigen. Unten ist die Höhle. Und jetzt machen wir hier mal ein paar Höhenmeter. Wir haben heute hier wirklich super Wetter, 25 Grad sind für heute gemeldet, 3. Mai, ne doch, der 3., ne Quatsch, 6. haben wir, 6. Mai, gestern war der 5. Ja, gestern war Feiertag der 5., aber Feiertag, heute ist der 6. Ja, der Himmel ist blau, wie man schön sieht.
Und wir gehen jetzt mal noch ein Stück weiter. Da haben wir die Weidenberghütte. Und da machen wir jetzt mal eine Rast. Und trinken mal ein Käffchen. Herzlich willkommen in Matzes Kochstudio. Ich zeige euch mal, was hier alles liegt. Ja, ich habe eigentlich gedacht, ich bringe Essen mit. Ich habe alles für ein Chili con Carne gerüstet. Und was macht der Christoph, der alte Spinner? Hat hier ein halbes Kilo Speck, vier Rohesser, zwei Dosenwurst und was weiß ich noch alles dabei. Jetzt gibt es aber erstmal einen Kaffee und dann bereite ich mal die Zutaten fürs Chili con Carne vor. So, Kaffee ist fertig. Prost. So, Zwiebeln und Knoblauch sind schon fertig. Ich glaube, der Christoph ist gerade einen Bunker erkunden. Und dann muss es noch ein bisschen scharf werden. So, hier der Speck ist schön angebrutschelt und jetzt kommen da die Zwiebeln, Knoblauch und die Chili rein. Das Chili con Carne ist schon fast fertig. Hier schön Bohnen, Mais, Hackfleisch, Zwiebeln, Knoblauch, Chili, alles drin. Ja, wir lassen uns jetzt hier gleich schön gut gehen. So, also ich täte sagen, das Chili ist fertig und das lassen wir uns jetzt schmecken. Mahlzeit! Geiles Chili con Carne. Die Töpfe sind schon gespült. Das packen wir zusammen und dann drehen wir noch eine kleine Runde durch den Wald. Verdauungsspaziergang. Genau, Verdauungsspaziergang. Und da liegt der erste Trümmer. Monstrum. Wahnsinn, was hier für Kräfte gewaltet haben, um den zu sprengen. Wahnsinn. Guckt euch an, wie dick die Decke ist, was für Verstrebungen hier in dem Beton sind. Stahllamierungen. Und das hat hier voll hochgehoben. So, dann gehe ich mal wieder zurück zum Christoph. Und dann gehen wir unsere kleine Runde mal weiter. So, der Platz ist, wie sich gehört, wieder sauber und wir gehen jetzt weiter. Wirklich sehr schön hier. Leute, was ein Ausblick hier. Guckt euch das an. Bestes Wetter. Ein super Weitblick. Genial. Auch gesprengt, wie alles hier.
Und da hat es das Dach, was hier war, da oben drüber gehoben. Wahnsinn. Schöne Quelle hier. Ja, von hier oben kommen wir jetzt gerade runter. Hier wirklich so eine schöne Klamm, die hier durchgeht. Wirklich wunderschön die Tour hier. Na, Christoph, freue ich mich sehr darüber, dass er mich hier mitgenommen hat. Ein wirklich schöner Eckenhanger hier. So, da ist der nächste Bunker, den der Christoph mir zeigt. Kannst du rumgehen? Du hast Ingang, Eingangsverteidigung, und gehst du da um die Kurve, da kommst du in den Raum, wo das Maschinengewehr gestanden hat. Schauen wir doch mal in den Bunker rein. Da haben wir Lüftungsöffnungen hier, hier und das hier könnte auch sowas gewesen sein. Das hier ist die Schießscharte und dann haben wir hier die kleine Panzertür, die Eingangsluke, wesentlich kleiner als bei den Bunkern der Maschinenlinie. Gut, ja, dann gehen wir doch mal hier rein. Da geht es 3 Stufen runter. Und dann sind wir hier im Eingangsbereich. Ich mache mal gerade die Lampe an. Licht machen, nur bei geschlossener Scharte. Ja, wir haben hier eine Stahldecke. Hier noch eine weitere Tür. Die wurde wahrscheinlich dann geschlossen, um dann bei Explosionen, dass der Druck nicht reingekommen ist. Ja, der Christoph hat mir gerade erklärt, hier war noch eine Schießscharte gewesen. Die haben sie jetzt dann freigeschweißt, da konnte so eine Klappe vorgeschoben werden. Ja, Stahl im kompletten Deckenbereich. Hier sieht man noch Haken. Hier war, glaube ich, die Belüftung verbaut. Hier ist noch ein Haken. Und hier wurde das MG befestigt. Und das war mal der Notausgang. Der ist scheinbar jetzt später irgendwann zubetoniert worden. Schade. Ja, eine der wenigen Kampfstände, die nicht gesprengt wurden. Dieser hier wurde übererdet. Wurde dann von einem Privatmann gekauft und dann freigegraben. Aber naja, er hat nichts damit gemacht. So, dann gehen wir mal wieder raus. Ja, wir sind jetzt schon wieder am Ende unserer Tour angelangt. War wirklich eine sehr schöne Tour, die der Christoph mir hier gezeigt hat. Die Gegend hier, ein paar kleine schöne Bunker gesehen, wenn auch die meisten gesprengt waren. Was Gutes gegessen haben wir auch. Ich bin immer noch pappsatt. Ja. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao.